Freunde, es gibt von Wildfood ein brandneues Taster-Pack und zwar mit den Sorten Vanille, Berry, Mango, also als Fruity-Sorte jetzt auch mit am Start, Classic Schoko und Coffee. Ne, da ist auch Koffein mit drin. Also 5 verschiedene Sorten zum Durchprobieren als Taster-Pack. Kann ich euch empfehlen. Das Ganze ist eine vollwertige Trinkmahlzeit. Nutze ich seit vielen, vielen Jahren. Bin super happy. Schmeckt lecker. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Wer das Ganze mal ausprobieren will, gerade hier mit den neuen Sorten im Taster-Pack, einfach mal den Link und den Rabattcode auschecken. Ist in der Videobeschreibung drin. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Video. Gönnt euch die Holy Starter Sets. Mit meinen Codes sichert ihr euch den maximalen Rabatt. So, Freunde, wir machen weiter. Gucken bei Shai rein. Der hat ja seine neue Trainsurfing-Serie. Und Teil 1 haben wir schon gesehen. Genau, durch Georgien ist es, glaube ich. Und wir gucken mal in Teil 2 rein. Okay. Okay, let's go. Gehen wir nach oben, bitte. Riding three. Wir sind auf dem Weg. He stopped. Glaube ich, von it's a bridge here. Osten nach Westen zum Meer. Okay, well, the mysteries of life. How long can we wait until it continues going? I'm running out of. Alter, hier vier Rebenhose, vier Rebenshirt. Die Hosen sind eigentlich ganz geil, ne? Mit diesem G1000. Water. I really like to get out and look for sun. Ah, ich bin nur noch in kurzer Hose unterwegs jetzt hier mit Sporthose. But I'm not sure. Cool factory nearby as well. Stimmt, scheint noch mit Alter Frise, der hat sich Haare abgeschnitten. And just as I finished that speech, we're back on track. Cool, cool. This heat is like really getting to me. We're just baking in the sun. Alter, was ist das für ein Zaun? But good, the ride continues, Boah, ohne Scheiß, wenn ich das sehe, ne? Einfach hier, guck mal, schon, ich finde das alles geil. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber allein schon, ich finde alles hieran geil. So, schon diese Straße, du hast an der Seite, da wird es direkt so schottrig, dann hast du hier so einen alten Waggon, dann hast du hier so alte Betonmasten, so richtig grau, hier hinten noch so ein Turm mit irgendwie schon völlig verrostet, alles so wie so eine Zeitkapsel, so ein bisschen, ne? Und worauf ich hinaus will ist, ich bin gespannt, wie es wird im August, wenn ich mit Max und Alex in Kirgistan bin, habe ich ultra Bock drauf, wir machen ja Mountainbike-Tour. Und ich hoffe, dass wir da auch so ein bisschen wieder dieses Ost-Feeling haben. Ich liebe das. Ich weiß nicht warum. Ich habe da. Das ist irgendwie meins. Das ist einfach geil. Ein bisschen apokalyptisch, so ein bisschen DayZ-Style. So ein bisschen Ostblock. Plattenbauten, Beton. Ah, das ist schon zu neumodern. Ich brauche diesen Verfall, dieses. Marode auch so ein bisschen. Just been trying to chill here in the shade. It is scorching, man. I dip out every now and then. Out on the back, look outside. And just keep chilling here. With as little shit as I got, it's still something better. Bridge. Bridge. First bridge I filmed. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die macht Spaß. Ja. Alright, we're past the big hills. Tbilisi is like 20 kilometers that way. Stell mir das irgendwie schon auch geil vor, mit so einem Zug so ein Land zu erkunden und zu erleben, so hinten drauf. We're not far. It's some pretty, pretty wild cows. Wie ist das doch? Hier, das Ding schon wieder, sagt ehrlich. Das ist es doch einfach. Das ist doch einfach geil. Ja, ja. Okay, we are right on the outskirts of the city.
get to this lake. So we're gonna hop out like parallel to it. It's not gonna be right in the city center, but man, all this dust, all this sweat needs to be washed off and we need to cool off. So yeah, hopping out real soon. Da fällt mir gerade ein, ne? The Race von Dave ist ja von Marokko nach Köln, also dann quasi durch Spanien, durch Frankreich und so weiter. Ich glaube, dass Spanien und Frankreich, das ist schon alles zu europäisch, das ist schon alles wieder zu schön, das ist alles zu nett. Das ist, na, nett ist das falsche Wort, aber wisst ihr, was ich meine? Das wäre bestimmt auch mal geil, so eine Ostblock-Variante zu haben, wo du dir irgendwie so ein paar Ostländer raussuchst und da irgendwie so lang kommen musst. Alter! Geiler Shot. Well, that's the TPLC Airport. Okay, go time. In jetzt? Wir sind somewhere there. Hä? Wie sind die jetzt runtergekommen? Go time. Ich wollte gerade sagen, springen die jetzt in der Bewegung ab. Jetzt kommt ja das Spannendste in dem ganzen Moment. Wie kommen die runter aus diesem Zug? Ist der in Bewegung? Klettert der rüber? Ist er eine Leiter? Springt der ab? Packt er sich auf die Fresse? Wie, ne? Bupp, er ist runter, Zug ist weg. Oh, nee. Ja, ich weiß, jetzt schreiben alle wieder, ich bin nur am Meckern. Poison somewhere there. Aber das geht nicht. Gotta catch up to him. Jumped off a bit earlier. Okay, men and women, 1723, we've been on that dusty, crusty thing for about 6.5 hours. Man, was it hot, but it was fun. Wasn't somewhere in the bushes there. We're gonna cross the highway, find a store, get some water. I am dehydrated, boy. Nein, I'm dehydrated as fuck. Schei, was ist denn los? And then jump into like there's a thunderstorm coming, but we might even need that type of shower. We're just unclean. Alright. Warte mal, ich ahne, also die gehen jetzt aber nicht in eine Unterkunft und zu duschen, oder? Bitte nicht. Sweet. We made it. This is basically the outskirts of Tbilisi. Ich hab Angst. Warte mal, was war das? Das ist doch so ein Tarkov-Exit. This is basically the outskirts of the... Outskirts? Das ist doch ein Exit. Bei Tarkov, was heißt denn das? Outskirts? Outskirts? Stadtrand. Tbilisi. Noch ein Bildungsauftrag hier. Yeah, boy. Yeah, let's go. Nice one. Made it. Another one off the list. Yeah. Two more to go. Sweet. Also auch mal ein bisschen Autos abchecken hier. Bisschen Autos abchecken. Oh yeah, the beautiful sounds of nature. Ja, aber das sieht ja eigentlich alles ganz gut aus, ne? So. Sieht gar nicht so abgefuckt aus. Man hat hier rechts, warte, seht ihr gar nicht, noch so eine schöne alte Betonwand, die auch hier schon halb links von links nach schräg ist. Aber die Autos sehen eigentlich halbwegs fresh. Also should be somewhere there. After that, straight to the lake. Oh, das liebe ich ja hier. Das ist Ostblock-Feeling. Ich muss euch wieder zeigen hier. Fühlt ihr das auch, wenn ihr das seht hier? Das ist doch geil. Das ist doch geil. Hier so, mega. Dann hier noch unten die Betonwand, alles schon so abgeplatzt. Hier diese Farben, dann dieses, das ist so typisch Osten einfach. In Georgien ist er? Ja, er ist in Georgien. Nice little inviting underpass. Ey, guck mal hier, das sieht aus, als würde sie hier irgendwie in so einen Untergrundbunker reingehen. Nee, das ist einfach so ein offizieller Weg. Das ist doch geil. Thank you. Guck mal, das ist so eine ganz normale Durchführung. Wow, this is Allein der Durchzug ist schon Abenteuer. I like the looks. Alter, er kickt sie fast weg hier. Guck mal an. Guck mal, wie klein das Ding ist. Zack. Hey, wie passen die da beide gleichzeitig durch?
Die sind da beide gerade gleichzeitig drin, in diesem Rahmen. Here it is, the mall, the epicenter of all. Ey, sieht aber voll modern aus so, ne? Also hier sieht's jetzt nicht so. Aber ich glaube, das ist oft halt natürlich eher so auf der ländlichen Region. Ist ja bei uns auch so. Modern invention of society up to this point. Kind of sad in a way. Great food though. Yes, I. Great food und er gönnt sich bestimmt gleich wieder Katzenfutter. I prepared the sentence in my head before I turned on the camera. I wanted an introduction into this parking lot because it's fucking boring to film. And I'm grumpy because I'm thirsty and hungry. Food. Kekse, Würstchen, Wasser. So. Hey, warte mal, was ist das für ein Auto? Hä? Chat, könnt ihr mir kurz helfen? Die sind doch mit dem Zug jetzt gerade 6,5 Stunden irgendwie in eine Stadt. Sind von da aus jetzt über den Highway zum Supermarkt gelaufen, um sich neu einzudecken. Und jetzt nimmt er seinen Rucksack aus einem Auto raus? Leihwagen? Und jetzt das Auto wieder weg. Hä? I got the drinks, got the snacks, got to the lake area. Poison couldn't wait, so he's just gonna swim in the puddle there. But ich bin maximal verwirrt. The night should be rainy, so there's an abandoned building a bit up ahead. Don't care, we just want to swim, get all the sweat, get all the dust off us and eat, and then we'll see what we see. Alright, so this was the building we thought about sleeping at, but we're not doing it. Bye. But this one's a nice boy, look at that, look at that. Hi, hi, hello. Hello. I got food for you. Here you go. Kann man die essen, diese Pelle da? Das sieht aus wie so eine richtige Plastikpelle. Ah, so polite. What? Der will das nicht. Eat it. Hä? Das ist doch Plastik drum. To chew it, you gotta chew it. Harder, harder. You don't want the second one? Der Hund hat gar keinen Bock auf die Wurst. Alright. Keep it chill. Oh, you want another one now? I already packed everything up. I packed it all. Since you're back, since you came back, I'll give you the second one. Here. Now you can... Kein Bock. Take it. You can take it. It's okay. Just take it. Take that one. Just take that one right there. It's right there. Right there. Right there. Yeah. Okay, bye bye. What a nice doggo. Okay. Mission to the swim. Ich hab Brandenburg hier, sehe ich sofort. Oh, ist man nicht sehen? Oh yeah, that is beautiful. Das sind hier gerade diese ganzen Schilder, dass man da nicht schwimmen darf. Eieralarm. Was ist ein Heilschild? Yeah, I would like to get here. That feels nice. Yeah, alright. Oh, yeah, Penny. Hell yeah. Oh, made it. We made it. We made it. Was ist hier rechts? Die Hotelanlage, wo sie gleich reingehen. And the sunset. Yeah, the thing you want. Y'all know the drill. This sausages, creamy thing I had on the train. I got tea. I got cookies. I got cookies. I even have water to make everything here blend. Wenig Wasser, ne? Together nicely. I'm gonna boil it. Poison's over there. There's no particular reason we have this huge distance between us. We're not fighting. We just like. Pick the best spots for each other and we're doing our thing. Making food is a very personal thing. And we want our own little
Exactly. We want our own little atmosphere. You know, we're just very focused. We both need our space, our cooking space. Yeah, he's making pasta and shit. Yeah. It's gonna be great, man. We haven't ate for a fucking while. This is like the first proper meal since yesterday. Yeah, basically. Fucking hell. Food time. Oh, mit Esprit-Korotten ist man unterwegs. Hä, war er sonst noch nie, oder? Ich bin gespannt, wo die pennen. Die haben eine Hängematte. Sollte das nicht auch irgendwie regnen oder so? What a day. The slow parts are slow, but when it's time for action, it is all out. I am tired. How you feel? How you feel? Great. It was an amazing day. It's fun. The sun was, if I would have a only complaint, it was the sun. It was definitely manageable, but I have never actually surfed in this type of heat. It was above 30. Das kam gar nicht so rüber, dass the das so wagon heiß war, itself was like an oven. The rocks were hot. The actual metal, if I lean into it, my body will get warmer from it because it's been baking in the sun. It's interesting. It's new challenges, but... You were literally in a driving oven. Yeah. Hmm. Now, for the current situation, the wind has picked up and it might rain tonight, so we put up tarps. If Poison survives the night, I will show you his tarp. It's quite an interesting situation. But we're both prepped for the rain. You know, it's... Tired, we gotta sleep. Feeling satisfied and accomplished. Ooh. And on that positive note, er hat auch eine Gear List auf der Website. Night. Ja, bisher hat mich die Ausrüstung aber noch nicht so abgeholt. Beziehungsweise das meiste davon kenne ich, aber. Good grief. This wind is making it very difficult to do anything apart from worrying about the tar blowing away. So, I'm gonna get out of this thing and start packing up. Junge! Apart from that, it looks like it's a beautiful morning. Super. Ah, okay, jetzt sieht man nochmal die Location, wo die waren. Ja, okay, die waren halt komplett auf so einer freien, offenen Stelle mit den drei Bäumen hier. Wie nervig das sein muss, dass du jede Aufnahme und jede Bewegung von Poison irgendwie da pixeln musst. Ich glaube, das war Poison's backup plan in case it rains, because he doesn't really have a hammock tarp. It's a tiny, tiny tent. Hä? But, da wollte er drunter schlafen, wenn es regnet, oder was? And there is nothing. Okay, sehr wild. Okay, for a little bit of morning exercise, we're gonna try to get to the roof of that building, get a nice little overview. It does look horrible, but it is actually inhabited. It's not abandoned. Ja, also ich kann jetzt kein Georgisch, aber ich würde behaupten, dass dieses Schild aussagt, dass hier Schwimmen verboten ist. Really interesting in seeing how it looks on the inside if we don't get molested or robbed, that is. Cool little swampy beach area. Schön müllig da alles. Ey, da hätten die doch drin pennen können. Yeah, because they just throw all their trash over there. Yeah, and probably the dead as well. Yeah. Like, oh no. My kid died. Well, out the window you go. Out the window. No, go somewhere. Yeah, even the dog looks like it's fucked up. He part of some gang or something. Yeah. Alter, hier wohnt doch jemand, oder? Guck mal hier.
Mit so einer Gasbuddel, hier ist so eine Tür. Warten, kommt die Empfang. Hier oben hat jemand Wäsche aufgehangen. Hier leben Leute drin. Safe. Ja, hier stehen sogar Autos. Hä? Hey, nee, warte mal. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Warum stehen hier so viele Autos? Tupac. Yo, yo, yo. Fuck. Hast du das eine Platze? Ey, da leben safe überall Leute drin. Guck mal, die ganzen Türen sind dazu. Da unten war eben gerade so ein Vorhängeschloss davor. Ey, hier leben safe Leute drin. Ich kenne kein LP, wo du durch das Treppenhaus gehst und die ganzen Türen sind alle zu. Guck dir mal an, wie neu diese Tür hier ist. Ja, auch alle zu. Hier wieder ein Vorhängeschloss. Stand residential, a bit scrappy, but has it all. Ey, warte mal, das ist wirklich jetzt ein offizielles Wohnhaus? Das ist gar kein Lost Place? Oder was? Well, this wouldn't have been bad to sleep in, actually. It smells like honey. And poop. Da scheißen die alle hin. Ja, nur da kein fließend Wasser. Yeah, this entire floor is just abandoned. Ich sag dir, das ist... Bottle. Na ja, gut. Caps. Sag ich doch, die scheißen ja alle hin, da steht ein Klo. Gut. There appears to be this entire floor is just... Hallo? Ist hier jemand? Abandoned. Looks like the floor is higher as well. Yeah, it's not embarrassing. Mich wundert, dass die noch keinen getroffen haben. Weird. Weird, man. Wir gehen auch überall irgendwie Kabel lang und unten hat man auch irgendwelche Sicherungen und Schalter und so gesehen. Okay. I don't think the elevator works. God damn. Ah, so much trash. Well, at least the roof's open. Ah, guck mal hier. Hier Satellitenschüsse sind überall da, da, da. Hier gehen überall Kabel lang. Ah, yeah, I like it when it goes all according to plan. Man, what a mess. Lake's beautiful though. All right, food time, view time. Just gonna chill, wind has died down. Gonna worry about escaping this place after we ate. The rest of the room is napping, so. Ich soll mal klopfen und eine kleine Roomtour drehen. Fahren Sie mit irgendwas, mit dem Auto. I have no clue what the hell this is. Jetzt sind sie gerade mit dem Auto in die Stadt gefahren und haben jetzt ihren Rucksack abgegeben in der Unterkunft. But I want to climb it. Looks inviting. And there is a little rooftop connection there. Yo, er macht wieder den. Let's go. Naja, klar. Naja, klar. Genau.
und da eins noch dran vorbei. Oh yeah. Oh yeah. Mhm. Ja. Hey, there's cops. Nice. Junge, hier oben kommt ein Blaulicht. Alright, now I want to see if I can get to that building behind me and maybe continue somewhere further. It's a nice connection. Just chill. Oh, wow. God damn. Ey, krass, guck mal hier. Das ist eine Fake-Fassade. Lol. Hier so mit Fenstern und so halben Fenstern und so weiter, damit das von außen irgendwie krass aussieht. I could actually go down through here. I could improvise something down to there. There is also this pipe that conveniently leads all the way to the bottom. So that's a emergency way down, I guess. See a ladder there, see if I could get there. You get down through that ladder. Oh, there's a whole lot of police out there. Was ist denn da? Hashtag U21 Euro? Hashtag U21 Euro? Was ist das? Ja, ist das hier Europameisterschaft oder was? Keine Ahnung. Solid as it can be. Okay, das sieht ja noch okay aus. This damn. This metal is really fucking up my stealth here. It's starting to rain bit by bit. This metal roof was about to get slippy. See, that gap was doable, but I would have to pull up on that metal and it's all negative, so it'll be very hard. Also manchmal frage ich mich auch, also der Typ klettert halt auch geisteskrank, ne? Der geht da einfach ran, einfach hoch, wie so ein Affe. Man, I can really push this connection. I'm not like to end up there. U21 Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. Ah, there's so much bullshit here, man. A little secret door. Wo ist er unterwegs? I have no clue where the hell this leads. Maybe somewhere there. I see a ladder, actually. Just gotta stop for a moment, taking the view. Er kommt von hier hinten irgendwo. Von da hinten drin. It's amazing. Well, there's a damn tree line down there. Oh, and this is a bank territory. Alright. Stop. Erstmal auf den Hof von der Bank mit Polizeiwagen drauf absteigen. See, is there any non-suicidal way down? Damn it, only suicidal. What do we got here? Ah, sieht gar nicht mal so geil. It's a restaurant of some sort. Alright, let's try my luck. Da wo der rumtaucht. There's nothing, what the fuck? Okay, I'm gonna go down through some of those inner yards there. Hat der da Kacke an? Hä, wer konnte denn ahnen, dass das nicht hält? You stay there. Please don't break. Alter, da, sich darauf zu stellen, ne? Auf diese komischen Träger für die Turmanlage. Alter. A non-suicide way down, finde ich auch witzig. Moin, Meister! Geil.
Hi, Kitty. Yeah, that one needs to And that's that. So now I got to meet back up with Poison. He didn't really want to join because, I don't know, he didn't feel like climbing. But I'm going to have to wash up a little bit and hit a couple more roofs. Whew, that was fucking fun. Poison macht Pause im Hotelzimmer. Okay, dokele. Ja, schauen wir mal, wie die Trainsurfing-Reihe weitergeht. Oder was das jetzt überhaupt wird. Daumen nach oben auf jeden Fall. Schaut gerne mal Shai vorbei. Ja. Dann checkt das Ganze aus. Supportet ihn bei Patreon, wenn ihr Bock drauf habt. Nochmal ein kleiner Reminder, und zwar gibt es das neue Taster Pack von Y-Food mit 5 verschiedenen leckeren Sorten. Das Ganze ist eine vollwertige Trinkmahlzeit. Link und Rabattcode gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.